Hier ist er. The Investor, the independent surf movie. Ich konnte nicht nein sagen, als mich Jarek gefragt hat. Und schwupp war ich dabei. Genau genommen ist es ein Dokumentarfilm. Henry ist ein Freund der Familie, also des Surfcenters. Wir haben heute bestimmt 25 Knoten an der Ostsee. Traumwind, super Bedingungen. Also ich weiß schon sehr gut, was es bedeutet, dann ins Binnenland zu fahren. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich bin ja schon vor 20 Jahren dem Charme von Olli erlegen. Ich war seit 20 Jahren ins Surfcenter Bistro. Und es hat sich gelohnt. Ich hatte unheimlich viel Spaß, das weißt du. Und ich wäre auch wieder mit dabei. Und die sollen sich einfach freuen, dass es so einen freien Film gibt. Ja, da ist wirklich so richtig nur von Lust gesteuert. Der Jarek ist ja sehr pfiffig, ist ja ein Independent-Filmer. Das heißt, man hat kein Geld. Der hat es bis hierher durchs Tor getragen. Und ohne große Unterstützung, außer von seinen vielen Freunden. Ich glaube, heute wäre es schön, an der Ostsee zu sein, muss unglaublich ruhig da sein, weil ich ganz wusste, wo hier ist. Aber der hat es schon gut gemacht. Und mit Herz und Seele diesen Film erschaffen hat. Vielen Dank. Erschaffen mit dem Talent von euch dreien. Svenny, Martini, Olli, danke für euer Vertrauen. Wir haben ja da Routine, ne? Die ist ja, wenn man so in der Schranke sitzt, ist ja auch so eine Art Bühne, ne? Wir feiern heute ja nicht nur die Weltpremiere des ersten Surffilms, der auf Beton spielt. Vermutlich ist es auch das erste Surfbrett im Zoopalast. Als Freiheitssymbol und Friedenssymbol. Ich liebe das Surfcenter Bistro und als Olli meinte, Bällchen, machst du mit? Da habe ich gesagt, na los, ich bin auf jeden Fall dabei. Und ich habe mich total geehrt gefühlt und super aufgehoben mit Jarek. Vielen Dank. Ich habe mir eine wirkliche Freude, dich kennenzulernen, Bella. Na, ich sage auch danke, Jarek. Schön, dass ich dabei sein durfte. Hast du gut gemacht. Es war entspannte Stimmung. Ja, danke dir. Du bist ein Schatz. Jarek hat uns auf einen Kurztrip eingeladen und daraus ist dann wie eine Weltreise geworden, die uns dann vielleicht fast in die Karibik geführt hätte. Also und an der Stelle auch, Jarek, herzlichen Dank, du warst ein super Reiseleiter und ich habe gerade gehört, im Independent-Film gibt es keinen Druck, also von mir kriegst du jetzt einen Drücker. Ich möchte auch noch ein paar Leuten danken, zum Beispiel Steffen, ja, Capelet Pictures, dann ganz vor allem Marco Heiter, der diesen, sagen wir mal, kleinen Surffilm entdeckt hat. Wir wären heute Abend alle nicht hier, wenn es Marco nicht gegeben hätte. Friedrich, The Investor könnte auch The Hans heißen, wenn es nur besser klingen würde, so wie du den Film geprägt hast. Nadinchen, du bist meine überraschendste Neuentdeckung. Und zu guter Letzt, Henry, du fehlst uns heute Abend. Kann leider nicht bei euch sein, muss arbeiten. Viel Spaß und gute Laune heute Abend bei euch und drücke die Daumen, dass der Film viele, 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 viele Zuschauer erreicht. Wir freuen uns sehr, wenn wir hier mehr Genrefilme und nischigere Sachen auf einer größeren Leinwand zeigen können.